So, meine lieben Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer Folge von South Park Stick of Truth. Heute mal in richtig ekelhaft, denn, nein, nicht richtig ekelhaft, denn ich bin eigentlich, oh, meine Maus noch ein Bild, weil, denn ich bin tatsächlich gerade erst aufgestanden, beziehungsweise jetzt erst mit Frühstück fertig und ich habe noch nicht geduscht, aber da ich nachher nicht da bin, denke ich mir, hey, muss doch diese Folge oder diese kleine Session aufnehmen, damit das hier alles, ne, täglich kommt und so. Deswegen zeige ich mich heute mal in, ja, ungeduscht, ungepflegt, ja, ich sehe richtig hässlich aus. Wahrscheinlich seht ihr sowieso keinen Unterschied. Ich sehe wahrscheinlich aus für euch wie immer. Kennt man das Prinzip. Er hat einfach das Ding zugenagelt hier. Fiese Sache. Ja, das letzte Mal sind wir ja ein kleiner Zwerg gewesen und haben uns jetzt dank des Typen wieder zurückfahren. Wir hatten ja schöne Hintergrundkulisse, würde ich sagen. Und wir machen jetzt weiter. Gucken, ob wir unseren Eltern noch jetzt noch in die Augen sehen können. Wahrscheinlich eh nicht mehr da sind. Hier. Ob ihr noch Beweise sieht. Nein. Ja, ich hatte ja ein bisschen vor, jetzt Sidequests zu erledigen, jetzt wo wir mal ein bisschen, ne? Zeit dafür haben. Wenn da kein Shin-Pokémon drin ist. Schade. Also Kronkorken. Ich habe noch eine Aufwertung verfügbar, das sollte ich vielleicht... Oh, und aus dem Wichtel ist, hat er nicht mehr gespeichert. Ich sollte vielleicht mal was auswählen. Ich weiß ja, hatte ich nicht jetzt mal schon... Hatte ich das nicht schon maximiert letztes Mal? Kannst einfach so nur für den Renzi ausmachst. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat es nicht gespeichert. Habe ich noch einen Vorteil? Ja. Jetzt muss ich wieder alles durchlesen, ne? Ich fange mal von hinten an, weil hier habe ich so wenig. Hier ein Pflaster. Wenn du mit deiner Waffe einen magischen Angriff durchführst, werden ein paar ATP aufgefüllt. Wenn du mit deiner Waffe einen magischen Angriff durchführst, werden ein paar ATP aufgefüllt. Dann gehen wir mit deinem Arsch. Erfordert mal, aber wirken wir jetzt anders. Ne? Deine magischen Angriffe mit einem zusätzlichen Schaden. Schaden bei Feinden, die angewidert sind. Zusätzlich Schaden bei Feinden bluten, zusätzlich Schaden bei brennenden Feinden. Ich kann einfach mal mit Bluten machen, weil das ist nämlich öfter der Fall, wenn ich sie anrambole. Ich nenne immer Rambole. Ihr wisst schon mal, dieser Bull, oder den Angriff, den ich immer benutze. Ich hätte wieder Geräusche. So. Meine Eltern sind nicht da. Was? Ich kann es einfach öffnen und wieder schließen. Wie geil ist das denn? Oh, da sind sie. Haben sie was zu sagen? Come on, son, get out there, make friends. Ja, hab doch schon genug. Ich hab schon 46 Facebook-Freunde. Oder so. Okay. Achso, das ist einfach nur, weil es mein Teammate. Ich wollte gerade sagen, ich will, wie gesagt, die Sidequests erledigen. Was haben wir denn so? Da. Stimmt, das wollte ich ja machen. Das ist eine Sammelaufgabe. Das dauert, glaube ich, auch ein bisschen. Habe ich schon eigentlich was davon gemacht? Ach nee, das war mit dem hier. Den Schweinebärmann. Nein, Wetterhahn. Sprich mit Farmer Bill auf der Farm. Tritt Mr. Mackey's U-Store, dann gibt seinen Monitor ab. Das kann man halt easy machen. Menschenbanner, Ogerin. Haben wir auch eigentlich gar nicht. Dann werde ich jetzt mal in Stans Garten gehen. Wo auch immer der ist. Cartman hier. Butters, Cartman, Stan. Ja, okay. Butters, Cartman, Stan. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier, warte mal, ich kann jetzt klein werden, ne? Wie denn? Ah ja. Cool. Bradley. Schön, jetzt haben wir den auch. Okay. Ja, die Guitar Hero Gitarre. Guitar Hero, wie die Folge hieß. Ich weiß gar nicht warum. Irgendein Anspieler, dass ich es nicht verstehe. So. Oh oh. Nothing can prepare you for this battle. If I die. Tell the guys I fought bravely. Oh oh. Siege Shelly Marsh. Down on that side is where my parents sleep, and across from that is the cave of the She-Ogre. Okay. Dann hier. Nee. Doch. Give me back my iPhone, demon! You little turd! I've brought help! Let's see you try and take us both!
Man erkennt, Shelly ist noch aus der alten South Park-Folge. Also, da gab es sie auch schon, weil sie sieht ja echt hässlich aus. Also ganz witzig, dass halt South Park, wie gesagt, habe ich ja schon mal erwähnt, dass die früher echt immer so hässlich aussahen, die ganzen Charaktere. Über die Serie, über die Staffel hinweg eigentlich immer besser aussahen und auch irgendwelche Promi-Nachmachen immer besser wurden. Früher haben sie einfach nur das echte Gesicht draufgeklatscht, wie bei Mel Gibson. Aber ja, dass sie trotzdem immer so die alten Charakter-Designs so gelassen haben. 20.000! Wollt ihr mich verarschen? Sie hat aber keine Rüstung, ne? Würde ich halt beinahe sagen. Einfach aufzimmern. Das ist das Beste. Hab ich den hier für. Ich hab doch so eine. Warte mal. Er beschwert seinen inneren Actionhelden und begreift einen Feind mit einer Vielzahl Hiebe an. Sein inneren Actionhelden. Ach, der hatte nichts Passives, okay. Okay, das war cool. Ja toll, jetzt brennt sie, ne? Wie war es noch mit? Die Fähigkeit hatte ich doch auch. Oder hätte ich doch auch nehmen können. Brennende Feinde erleiden mehr Schaden. Aber gut. Hab ich denn irgendwas Cooles? Wenn ich einfach mit einem in die Luft tritt. Entfernt Bass von deinem Hauptziel und verhindert alle Gegner, was sie dazu zwingen, sich ohne. Ja, okay, das ist nicht so sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Na komm. Ein Klassiker. Oh, das war perfektes Timing. Das ist halt ganz nett, dass sie. Jetzt hat sie HP. Ui, sie macht aber glaube ich nicht so viel Schaden, wollte ich sagen. Und Stan ist gleich tot. Ich habe nichts gesagt. Mann, ich kriege immer wieder Fähigkeiten. Ich will meinen Gesundheitsstand. Gruß. Hier ist Stan. Gönn dir, mein Freund. Jetzt mal hört sich mein Angriff. Das ist nett. Man macht halt fast 1000 Damage, ne? Hirschbomb. Oh nein! Oh! Habt ihr das gesehen, was das war? Mach mal Pause bei dem, was er da gerade geworfen hat. Ich hab's erkannt, vor allem weil es auch mal in der South Park-Folge mit Thema war. Ich weiß auch schon nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang. Oh! Ah, doch nicht zu früh. Glück gehabt. Oh, no, you don't. Oh, Alter, war das knapp. Seine. Die hat echt, ne? Hass auf Stan. Macht doch auch Sinn, der ist ja der Bruder. So. Einfach aufzumachen. Das war nicht so stark. Piu, piu. Ich glaube, Stan stirbt gleich. Ich kann ja eigentlich mal gucken, ob ich hier noch irgendwie coole. Ach, kann ich sogar nochmal benutzen. Easy! Ich weiß halt nicht, wie viel. Das sinnvoll ist, ob das wirkt. Ja doch, macht ordentlich Schaden. Da kann man sich nicht beschweren. Blutet mal 4. Boah, 500 HP noch. Der Rote ist tot. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt darf ich hier nicht verrecken. Oh mein Gott, we killed the enemy. Vor allen Dingen ist sie einfach passiv gestorben. And I shall bring justice swifter yet. Get out of my room! So, hab ich Stan jetzt als Freund? Ich denke mal schon. I bow to you, Ogre Slayer. I'm glad to call you friend. Ja. Cool. Okay. Hallo Kyles Vater. So, hier müssen wir theoretisch hin, ne? Aber wie gesagt, das würde ich ja noch nicht machen. You have slain the mighty frost giant. I stand in awe of you, hero. Lol. So easy war das. Wer war das? Francis. Alter. Stan, Bradley. Das ist nicht schlecht. Kyle, alle Krieger von Sauron und Laron. Achso, jetzt wollte ich mal. Das ist halt ein Version. Die Ohren ist erledigt. Jetzt können sich alle Elfen wieder gefahrlos im Lande Larnion bewegen. Kyle und 9 anderen gefällt das. Mann, Stan ist echt beliebt. War das. Hier auch mit Scott. War das Scott Malkinson? Ich weiß es gerade gar nicht mit dem Außenseiterkind, wofür ja extra. Wer keine Freunde auf Facebook hatte in der Folge. War das Stan oder Kyle, der sich dann
quasi dazu, aus Mitleid quasi sich mit ihm befreundet hat, woraufhin dann alle anderen von ihnen entfriendet haben und so. Weiß gar nicht mehr. Okay, was machen wir jetzt? Magische Musik. Fahren wir wieder auf der Plan. Das klingt halt relativ easy eigentlich. Oh, das sind für ein Pokémon. Jetzt erst gesehen. Ich würde ganz gerne meinen finden. Ein Schnellreisepunkt. Ich weiß nicht mehr, wo einer war. Habe ich eigentlich hier eigentlich irgendwie. Boah, das ist nicht das Haus, ne? Das ist ja irgendwie hier der. Achso, das war. Ach, das war das Meth Lab. Da war ja was. Kann ich ausfurzen. Ups. Dude, what'd you eat? Bin ich jetzt behindert gerade? Ich glaube halt schon. Ah, es funktioniert gar nicht. Ah, egal, komm. Ich will die Quest erledigen. Geht weg, alle. So. Also da oben. Und ich muss immer noch in New Story, ne? Dann machen wir das mal. Sie beides in der Nähe. Kann man eben easy erledigen, beides. So irgendwo hier hinten, ne? Also Gorslagerschlüssel. Mech-Design-Halt. Ah! Gut, macht Sinn. Er war ja mein Messi. Die Eule, ja stimmt, der wurde ja in seinen Kindertagen irgendwie vergewaltigt. Das ist ein bisschen komisch. Oh, ist eigentlich ein Pokémon. Kann ich einfach so runterholen? Jo. Die Rasnarf. Elige, ey. Wie eine Guitar Hero Gitarre. Interessant, dass ich jetzt einfach alles kaputt machen kann. Aber muss ich, glaube ich, auch. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier rauf. Okay. Ich weiß gar nicht, was muss ich hier rausfinden? Irgendwie ein Laptop oder so? Was war das noch? Ich hab's vergessen. Wo komm ich denn da rauf jetzt? Was die Aufgabe war. Dann gibt seinen Monitor ab. Ach, ich sehe das jetzt erst da rechts. Kann ich mich rüberporten? Lüge, ja, ich merke Schlüssel. War das jetzt die Aufgabe? Vermutlich nicht. Gibt seinen Monitor ab. Was soll denn das heißen? Boff. Ich meine, hier, ne? Ich weiß ja nicht mehr, was hier wird hier irgendwie nochmal angezeigt, von wegen was? Lager ein Mundhof Mr. Mackey in seiner U-Store-Einheit ab. Hab ich denn? Na hier. Monitor. Aber wie mache ich denn das jetzt? Wohin stellen? Yes. Ach, guck mal. Oh. Was weiß ich bitte. Ich wollte gerade sagen, aber das sind so Monitore im Dings, ne? Ja gut, ich glaube, dann haben wir auch alles. Cool. Ich wollte sagen, jetzt habe ich Mackie Schlüssel, ne? Jetzt kann ich den bestimmt wieder irgendwo anwenden. Ich weiß zwar nicht genau wo. Macht ja nichts. Chaoshöhle, ey. Butters.
Hab ich jetzt eh nicht mehr. Ja, stimmt, ich wusste nicht, wie man da oben hochkommt, ne? Weiß ich auch immer noch nicht. Achtung! Ui. Wie sie ihn auseinandergenommen haben. Die Nazi-Zombies, ey. Gönn dir weiter, mein Freund. Tu mal so, als hätte ich nichts gesehen. Ich muss noch zu Mr. Mackie, ne? Die Quest ist nicht abgeschlossen. Sehen Mr. Mackie, dass du denn bitte für das. Ich will mal wissen, wo der ist, ne? Ich glaube, der war bei dem Stadtdings hier, ne? Bei der Gemeinde. Gemeindezentrum! In der Stadt. Wo ist es denn da? Ja. So. Fucking Mr. Mackie. There's some weirdo hanging out at the public storage. I'm not going back there. Was? Ja, ich konnte es nicht so schnell lesen. Was? Bist doch nicht Butters, der davon erzählt, wie er hier mal auseinandergenommen wurde. So. Mackie, da ist er. Okay, thanks, you threw that away from me. You might be thinking I still have a hoarding issue, but you'd be wrong. Okay. Would you like to be friends on Facebook? Nichts lieber als das. Okay. This calls for a very big PTA meeting. So. Mr. Mackie auf Facebook haben. Es gibt nichts Besseres auf der Welt. So, noch ein Freund, da habe ich, glaube ich, das Achievement. Was kann man denn hier nochmal für Quests erledigen? Obdachlosen ist halt so eine Sache, wenn ich diese finde. Schimmelige Wurst ablegen kann, um den tollwütigen Schrottplatz rauszulocken. Benutze eine Kuhglocke, um die Farmkuh zu finden und zu besiegen. Nutze deinen Schwanzkäse, um die Penismaus zu finden und zu besiegen. Nutze eine Blutorange, um einen blutsaugenden Flughund zu finden und zu besiegen. Finde Jesus noch einmal. Ja. Versteckspiel, das macht mich auch noch fertig. Ach ja, Farmer Bill, das wollten wir machen. Vor der Kirche. Pass mal auf, dann gehe ich mal zur Kirche, weil vielleicht ist da ja auch Jesus wieder. Ich will mal gucken. Und da kann ich auch diese andere Quest vielleicht mal angucken. Oder will ich mal gucken, wie diese Menschenbanner überhaupt aussehen. So, Kirche. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob das hier die Quest auch ist. Hallo Nazi-Zombie. Genau hier. Finde Jesus. Okay, das ist tatsächlich. Ach, das ist bestimmt der Menschenbanner da, ne? Muss ich aber am Nazi-Zombie vorbei. Ausweis! Was? Ich hab das Ding kaputt gemacht. Brother of Wolves and Badgers. Schönen Tag. Das hat ja gar keinen Schaden gemacht. Hier dann. Jawohl! Schönen Tag! Ach du liebe Scheiße! Das ist nicht so geil, die sind alle irgendwie nicht sehr stark. Sollte vielleicht immer diese blöden Katzen besiegen, wa? Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ach du Liebe! Macht der alles so wenig Schaden? Was ist da los? Uiuiui. Oh. Ui, ui. Perfektes Timing scheinbar. Mouncen. Was zum Teufel? Scheiße! Ihr seid jetzt so gute Abwehr, was ist da los? Hab ich jetzt halt auf dich ein. Ach du Liebe! Mir auch egal. Alles nur für den blöden Menschenbanner, Mann. Oh, no, you don't. Scheiße! Hä, warum macht das so wenig Damage? Verstehe ich nicht. Ich wirklich nicht. Werfe ich jetzt einen Diskus, Mann. Toll, das hat den getroffen, der sowieso tot ist. Aber damit habe ich wahrscheinlich gesaved, dass der wiederbelebt wird, falls es so geht. Das bringt ja nichts, habe ich rausgefunden.
Hier, dann machen wir mal einfach, komm. Warum bin ich heute so schlecht? Was ist hier los gerade? Und ich bin tot. Voll. Stead! Rette mich! Fucking Taco. Von vielleicht Taco Bell. No way, dude. Machst du hier wenigstens wieder Damage? Oh, nö. Warum? Das verstehe ich halt nicht. You asked for it. Scheiße! Das ist die Katze, die Stimme hat, Alter. Was ist da los? Aber der bringt eh nichts. Dann hau ich dir jetzt Knochenbrecher rein. Einfach weil es kann. Ouch! Ouch! So. Gut. Was? Ein Kampf? Leck mich mal am Arsch. So, haben wir jetzt die Menschenbanner zerstört? Ja. Sehr schön. Ein paar Leute looten hier. Katzen vor allen Dingen. Armbänder, Mann. Gut, ne? Wie würde ich sagen? Mit der Alten hier reden. Ganz kurz, ob ich Jesus finde, ansonsten beende ich jetzt die Folge. Denn das war's schon wieder. Also ist Jesus, nochmal hier? Das ist halt die Frage, ne? Konnte ich da gerade A drücken? Nee, ne? Dann erstmal chillt er hier in den Reihen rum. Irgendwo. Drücke aber die ganze Zeit A. Hier langlaufe. Er wird nicht nochmal hier sein, oder? Das wäre zu simpel. Er war in dem Gang, glaube ich. Nö. Nö. Okay, dann gucken wir mal vielleicht in dem Raum hier hinten oder so. Irgendwie hinter der. Ich hab Jesus gehört. Der ist hier irgendwo. Jesus. Moment, wenn er da beleuchtet wird. Ach, well done, my son. I hope you didn't peek. Remember, I will always be at the side of those who have found me. You can call me once per day with this, but I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Du hast Jesus gefunden, erneut. Priester Maxi, neue Freundschaftsanfrage. Jesus, neue Freundschaftsanfrage. Rosenkranz herbeirufen, freigeschaltet. Oh mein Gott. Ja, das ist ein neuer Summon, wa? Wo habe ich das Achievement jetzt? Ich weiß gar nicht. Ne, dann brauche ich doch 60. Verdammt. Ja gut. Aber hey, dann haben wir nochmal einen guten Abschluss hier gefunden. Ja, dann sei vielen Dank fürs Zusehen, ich hab's gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal genau hier wieder bei South Park, Stick of Truth. Bis dahin. Tschüss.